Quack, quack, ich bin eine Ente. Quack, quack. Ohne Scheiß, dieser Panzer sieht doch aus wie eine Ente, oder? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks. Jo, es geht wieder los mit der ultimativen Madness. Und, ja, ich wollte irgendwas sagen. Gerade ging mir noch eine Idee durch den Kopf und jetzt weiß ich nicht mehr was. Nun gut. Ich mache natürlich mal wieder ein bisschen Musik an. So, ich denke, das dürfte ganz gut passen. Vielleicht ein bisschen leiser. So. Und dann starten wir natürlich, wie immer, als erstes durch mit dem Hetzer hier. Und heute gibt es ein Thema, das ich mir aufgeschrieben habe. Leider kann ich es in der Dunkelheit leider hier nicht lesen, aber ich weiß, um was es geht. Penis, okay. Ach du Scheiße, gegen was kämpfen wir denn schon wieder? Natürlich gegen irgendwelche Gegner, gegen die ich wieder keine Chance habe. So, okay, da habe ich mir stimmt, die Adresse, die ich mir aufgeschrieben habe, um da mal vorbeizuschauen. Das ist jetzt zwar nicht an euch gerichtet, oder an dich. Ich weiß nicht, ob es manche mitbekommen haben, aber es gab ja letztens einen Fall, wo ein 20-Jähriger eine 14-Jährige getötet haben soll. Los geht's! Da sich die Jungs und Mädchen von der Bild-Zeitung und von der BZ, die der Bild-Zeitung angehört hat, und natürlich auch sämtliche Medien mal wieder nicht erklären konnten, wie dies geschehen konnte, beziehungsweise es wissen, aber sich dachten, ach nö, wir machen mal wieder jemand anders dafür verantwortlich, hat man diesmal mal nicht irgendwelche Spiele angegriffen, sondern tatsächlich eine ganz andere Szene, und zwar in der ich selber auch drin stecke, und zwar der Manga- und Anime-Szene. Und wir vorher shift jetzt irgendwas halt wegen Pseudo-Otaku, das ist mir scheißegal, denn ich mag einfach Anime und Manga und ich lese auch recht viel davon, auch wenn ich gerade irgendwie an dem einen Manga, den ich lese, nicht vorankomme. Ohne Scheiß, ich lese und lese und lese und der wird nicht weniger. Ich habe noch nie so viel Text in einem verdammten Manga gelesen. Könnte vielleicht daran liegen, weil in den Mangas, die ich habe, immer hauptsächlich irgendwelche, ne, ziemlich viel Dekolleté oder wie es in der Szene heißt, Plot, ne? Man sagt dazu Plot. In einem Manga-Anime mit viel Titten, da gibt's aber ziemlich viel Story drin. Und mit Story meinen die Titten. So, zumindest wurde es der Manga- und Anime-Szene angeheftet und er habe sich, selbst gezeichnet und sein Opfer, das Opfer sah aus wie Black Rock Shooter und er selbst sah aus wie Sasuke? Ne, wie Sasukes Bruder. What the fuck? Okay. Und es wurde ihm unterstellt, er habe es gezeichnet, was natürlich überhaupt nicht stimmt, denn die Bilder sind von einer ganz anderen Person gemacht worden, und zwar von IKXX oder IKXX, hört sich aber komisch an. Und die wurde natürlich daraufhin angegriffen, mehr oder weniger. Das ist natürlich schon scheiße, wenn man von irgendwelchen Konsumtrotteln von Deutschland, die man vermutlich irgendwie im Fernsehen manchmal sieht, ihr wisst schon, diese fetten Klumpen auf ihrer Couch, die sich denken, oh mein Gott, die im Fernsehen sagen mir, jemand hat ein Mädchen umgebracht, wegen Mangas. Und dann dachten die sich wohl, ja, jetzt schreibe ich gleich mal eine Beschwerde. So, wen kenne ich denn hier so? Facebook, mal gucken, aha. Die da liest Manga und schaut Anime. Ich weiß zwar nicht mal, was das ist und worum es da eigentlich geht in manchen Teilen, aber die schreibe ich jetzt an und schreibe deine Hassmail. So ging es nämlich recht vielen anscheinend nach diesem Mord und diesen Anschuldigungen gegenüber der Szene. Und das ist natürlich scheiße, sowas darf nicht sein, dass eine gesamte Szene beleidigt und sowas unterzogen wird. Ich kann gleich nochmal den Text vorlesen, der ist nämlich echt unter aller Sau. Es wird ja uns angedeutet, es sei schwarze Kunst. Genau. Schwarze Kunst, die im Fernsehen läuft. Ich weiß zwar nicht, wie man bei Sailor Moon schwarze Kunst entdecken kann, aber gut.
Zumal BlackRock Shooter, ne? Gut, sie hatte vielleicht Ähnlichkeiten mit BlackRock Shooter. Geringfügige. Ich meine, gut, sie hatte schwarze Haare, blaue Augen, aber... naja. Ach, ficken. Irgendein Sündenbock muss es doch immer wieder sein. Ne? Jetzt haben sie gemerkt, oh, wir kommen gegen die Spiele nicht durch. Jetzt wird in letzter Zeit massiv die Anime- und Manga-Szene unter Beschuss genommen. Von wegen, es würde Kinderpornos... ja, es wären Kinderpornos und all so ein Scheiß. Soweit ich weiß, steht das sogar in Deutschland unter Strafe, sowas zu zeichnen. Ja, schön, ich habe hier ein Buch, das man legal kaufen konnte. Ja, das ist ein Aufklärungsbuch, mehr oder weniger. Und da sieht man auch gezeichnete nackte Mädchen. Und das ist jetzt irgendwie schlimm oder so. Autsch. Der Motor ist kaputt, aber ich kann mich noch bewegen. Ach nee, jetzt rollt er langsam aus. Ach, das ist so cool. Wie hat er meinen Motor getroffen, wenn ich ihm in meine Front gezeigt habe? Motor repariert, weiter geht's. Nun gut. Zählt das jetzt auch als Kinderporno, wenn ich das hier rumliegen habe? Ich weiß es nicht. Und die andere Sache ist, sowas wird dadurch. Sowas wird ja gewunken, ne? Das wird da durchgewunken, Mangas, die anscheinend solche Bilder zeigen. Ich habe ja selber eins hier, mehr oder weniger. To Love Ru. Oder Love Trouble, wie es auf Deutsch heißt. Den Manga. Und da sind die Charaktere nie über 18. Also sind alles zwischen. 10, na ja, 11 und. Der ging voll durch ihre Panzerung. 11 und 17, wenn es hochkommt. Und denen wird am laufenden Band die Klamotten vom Leib gerissen, ne? Und da beschwert sich auch niemand. War das jetzt ein TV? Oh. Und sogar To Love Good Darkness, wo ich dachte, das wird nie in Deutschland rauskommen, gerade wegen dieser Sache. Nein, was sehe ich? Naja, Auftrag abgeschlossen. Ein Premium-Tag hinzugefügt? Wow! Wow! Was? Was für einen Auftrag habe ich denn jetzt abgeschlossen? Ist ja awesome. Erntedankfest. Gewinne ein Zufallsgefach. Oh, danke. Danke. Vielen Dank. Jetzt bekommen wir schon mehr EP und alles. Und mehr Geld. Das ist doch super. Das ist. Also, jetzt zocke ich erst recht. Wow. Das ist mal eine richtig geile Lobby. Gut, die KV1 und T1 Heavy im Gegnerteam könnten gefährlich werden. Aber ansonsten, hey, die machen wir fertig, die zwei. Ja, ja. Aber naja. Ich finde es zumindest scheiße, wie das mal wieder gemacht wurde. Und jetzt gab es natürlich ein riesen Aufgebot. Die Originalzeichnerin hat Klage gegen die Bild eingereicht. Und die hat natürlich sofort dagegen gesteuert. Ne? Oh, eine Klage gegen Bild, gegen uns selbst? Nein, das dürfen wir gar nicht zulassen. Das wäre ja sehr komisch, wenn uns auf einmal falsche Berichterstattung aufgeschoben wird. Ne? Los geht's! Also haben die es dann einfach ganz so gemacht. Die haben jetzt Zeit mehr oder weniger rausgeschunden, indem sie gesagt haben, ja, wart's ab, liebe Zeichnerin. Wir machen das anders. Wir machen jetzt einen Artikel drüber, wie toll eure Szene doch ist. Die kamen jetzt raus. Gestern kamen die raus. Und dann wird halt so ein bisschen die Cosplay-Szene angeläutert und alles sowas. Aber wirklich zufriedenstellend fand ich den Artikel jetzt nicht und es macht es auch nicht gut, was die jetzt da für eine Hetze wieder gestaltet haben. Zumal diese Hetze ja wirklich in allen Medien fabriziert wurde. Pro7, RTL,
Sat1, Bild, wie gesagt, BZ auch noch gleich dazu. Und die Medien haben doch einen verdammt hohen Wert in Deutschland. Zumal, wie gesagt, die Leute, die sich gerne davon beeinflussen lassen, die da halt mal auf ihrer kleinen Couch sitzen, aber selber fit sind, das sind ja meistens die. Diese ganzen intoleranten Ficker, die von nichts eine Ahnung haben, aber sofort gegen alles haten müssen, was sie aus dem Fernsehen kennen. Wir sind einfach zu leicht beeinflussbar geworden. Viele denken, das, was in den Medien kommt, sei ihre eigene Meinung. Und das stimmt nicht. Das ist total falsch. Eure eigene Meinung ist eure eigene Meinung und die darf nicht durch irgendwas beeinflusst werden, wie Medien. Also, ich meine, das ist doch wie beim Essen. Wenn irgendwie im Fernsehen kommt, ja, wenn da irgendeiner sagt, ja, das schmeckt scheiße, dann muss es ja nicht heißen, dass es dir selbst scheiße schmeckt. Ja, das kann ja was ganz anderes dann sein. Kann ja sein, dass es dir vor allem, dass es gerade dir ziemlich gut schmeckt. Verdammt, ich fange jetzt schon an wie Gronkh hier mit seiner persönlichen Anrede. Ja, gerade dir oder gerade dir. Nicht dir jetzt, aber vielleicht dir. Hier geht's ja ganz schön ordentlich ab, mein lieber Scholli. Ja, danke, dass du mich angreifen kannst, aber ich dich nicht, Penner. Der ging voll durch ihre Panzerung. So, der hat wohl noch einen alten Turm, deswegen kann ich den treffen. Fuck, der ging drüber. Ha, der kann mich nicht beschädigen. Awesome. Oh ja, fuck you, vielen Dank. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Hauptgeschütz getroffen. Wirkungstreffer. Weiter geht's. Eine unserer Ketten ist zerstört. Wir sitzen fest. So. Wir sind bewegungsunfähig. Ja, meine Güte. Beruhigt euch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Das gibt's doch nicht. Teleskop beschädigt. Kaum noch was zu erkennen. Wir haben sie böse erwischt. Ich kann aber nicht weg, weil mir da immer dieser scheiß Panzer meine Ketten wegballert. Ich komme hier nicht mehr weg. Oh, fickt euch doch. So. Spielen wir eine Runde TS7 Combat Car. Ich werde eine Seite unter dem Video verlinken, wo ihr die Meinung der Mutter der Zeichnerin lesen könnt. Die das ziemlich gut alles beschreibt, zusammenfasst und auch erklärt. Sollte man sich unbedingt mal durchlesen. Sie bringt auch verdammt gute Argumente. Das heißt, ihr da gerade im Hintergrund hört, ist im Übrigen die Final Fantasy 13.2 Musik, beziehungsweise ja, ein paar Sachen vom OST. Ich habe so die besten rausgekrallt. So, T7 Combat Car. Das Einzige, was mich an dem Ding stört, ist seine Nachladezeit. Wirklich, da hockt man eine halbe Minute dann im Gefecht und kann nicht nachladen. Oder wie lange wird mir gleich angezeigt? Ja, eine halbe Minute. Also muss man noch munitionssparend mit dem Ding umgehen. Ich fahre mal nach oben zur Kirche. Wird schon fleißig geschossen, aber von wem? Okay. Verschwende halt deine Muni.
Ja, was ist noch passiert? Paul Walker ist gestorben. Lieblingsfernsehstar meiner Freundin. Und der Mutter meiner Freundin. Und auch noch anderen Mädchen, die ich kenne. Tja. Wer war am Steuer? Nicht er, sondern sein Freund, ein salvadorianischer Rennfahrer. Muss aber echt ein beschissener Rennfahrer gewesen sein, wenn der nicht mal einen Porsche Carrera GT handeln kann, ne? Hätte er mal lieber mehr Forza gespielt, obwohl, das hat er vielleicht und vielleicht ist es deswegen in den Arsch gegangen. Ich weiß noch nicht, wie der jetzt mir mehr Schaden angerichtet hat, aber okay. So, was spielen wir denn hier noch? Ach ja, der Jagdpanzer ist wieder zurück. Gleich zurück ins Gefecht. Ziemlich viele Spieler da. Naja, ziemlich viel ist relativ. Knapp 140 insgesamt. Als ich angefangen habe mit World of Tanks, es war ja Anfang diesen Jahres. Also es, boah, ich zock das jetzt auch schon seit einem Dreivierteljahr und wo bin ich? Irgendwo bei Stufe 6. Super. Aber als ich angefangen habe mit World of Tanks, da waren es noch 240.000 um den Dreh. Ach, guck mal hier, die Karte, die wir noch nicht so ganz spielen konnten. Alter, wie viele Tiger! Wie viele Tiger! 4 Tiger in unserem Team und im Gegnerteam auch 4 und dann noch ein Tiger P dabei. Ach du Scheiße. Dann noch 2 Black Prince. Jetzt geht's aber rund hier. Und ich hätte meinen Jagdpanzer, ja, dann danke. Appreciate. Jetzt sind wir höher irgendwo in den Bergen von Colorado oder wo auch immer das sein soll. Bewegung! Paul Walker selbst war ja ein ziemlich guter Fahrer eigentlich. Alle Stunts, die er machte, beziehungsweise alle Stunts in The Fast and Furious waren von ihm, beziehungsweise wo er natürlich drin vorkam. Und das ist natürlich schon ziemlich toll. Beachtenswert, das ist das Wort, was man nicht anführen. Wer am Steuer des Carreras gewesen, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen, aber naja. Ich weiß auch nicht, warum man gerade mit einem Porsche GT zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung fahren muss, ja? Das ist doch ein bisschen zu protzig, oder? Hätte mal lieber den Porsche gespendet. Oder die Teile einzeln verkauft von dem. Wäre bestimmt doch mehr Geld rausgekommen als das, was er da vielleicht gespendet hätte. Ich weiß natürlich nicht, wie viel er gespendet hat, aber auch gut. Wie weit ich hier schauen kann bis nach da hinten hin, das ist Wahnsinn. Was macht denn der ELC da unten eigentlich? Ich weiß nicht, wo ich hinfalle. Oh, ich park da jetzt. Und vielleicht auch nicht. Also, was ist denn da los? Oh. 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 Eine Peitsche, die Peitsche. Kann die Peitsche nicht sehen. Oh, hinter dem Waggon. Wow, was kommt denn da angeflitzt? Ein Jagdpanzer. Steht da ein Waggon im Weg.
Was zur Hölle? Den Tiger hat's erwischt und jetzt sagt er, Noob-Team. Sorry, Mister. Sind Sie zuerst gestorben oder einer von uns? Gleich mal ins Heck ballern. Ah, fick dich! Ich glaube, ich bekomme auch Schüsse rein. Oh, ja. Richtig heftige Schüsse auch noch. Kann ich ja mal nach da drüben schauen. Da, ich sehe den Turm. Oder was auch immer. Ja, Wolverine. Und Tiger 1. Verliert gegen einen Tiger 1. Und Wolverine. Die Kanone von dem Ding ist schon... What? Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Alter, Rückendeckung muss ich ihm geben. Der ging voll durch ihre Panzerung. Von der Seite ist er verdammt empfindlich. Nein, ihr Penner! Scheiße, Mann, ein Schuss hätte er nur noch gebraucht, dann wäre er am Arsch gewesen. Und er war geladen, der Schuss. Aber ich konnte nicht mehr feiern. Was hier los? T10 Combat Car, Richtschütze, Creditpunkte, yippie. Oh, wie lange nehme ich jetzt schon auf? Einen Moment. Penis. 21 Minuten, eine Runde machen wir noch. So. Dummer KV1 hier. Wie viel noch? Okay, den zocke ich jetzt noch. Oh ja, Fischerbucht. Ich hasse Fischerbucht. Aber die Gegner sind ganz gut. Mard 38T. T80, Valentine, AT. Mal schauen, ob ich es heute hinbekomme, noch eine Chaytag-Runde aufzunehmen. Eine Nine-Liner-Runde, das wäre eigentlich ganz cool. Dass sich die Medien echt immer zu Box-Videos holen müssen. Also... Den wahren Grund haben sie natürlich nicht genannt, ne? Wieso und weshalb? Dass der Typ einfach unsterblich in sie verschossen war, sie als die perfekte... das perfekte Mädchen angesehen hat. Und unbedingt mit ihr zusammen sein wollte. Ich kenne das selber, so ein Mädchen, weil der ja es so ist. Also, bei mir jetzt gegenüber ihr. Es hat alles angefangen, als ich 16 war. Es gibt ein paar dunkle Geschichten darüber. Aber ich würde sie jetzt nicht umbringen. Oder auf den Gedanken kommen, sie und dann mich umzubringen. Weil ich mit ihr irgendwie für... immer und ewig vereinzelt will. Aber was, wenn dann der dumme Fall eintritt, dass sie im Himmel dann nicht auch nicht mit mir zusammen sein will? Ja, was macht man dann? Sichtweite reduziert. Das muss wehtun. Daran hat er nicht gedacht, ne? Los geht's. Aber es lag nicht an irgendwie an Manga oder Anime. Das spielte alles so eine Nebenrolle, wenn man es überhaupt so sehen will. Er hat sie eben kennengelernt über eine Seite über Manga und Anime. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Daher kennt er sie und die haben sich dann wohl ein bisschen ausgetauscht und dann hat er festgestellt, hey, die passt ja eigentlich ganz gut zu mir. Hübsch ist sie auch. Die möchte ich jetzt unbedingt haben. Und dieses Versessensein, ja, dieses Versessensein auf eine Person, das kenne ich ja selber, wie ich schon sagte. Auch wenn aktuelle totale Funkstille herrscht, weil sie jetzt auch einen Freund hat,
Mit dem bin ich aber überhaupt nicht einverstanden. Weil ich in ihm den totalen Pedo sehe. Wie alt ist er? Ich glaube, irgendwie Ende 20. Und sie selber ist gerade mal 20 geworden. Okay, mein Bruder hat auch so eine Beziehung. Oh shit, aber es regt mich halt auf. Ja, es ist trotzdem Pedo, weil sie halt nicht wie 20 aussieht in meinen Augen, sondern ich habe sie mit 16 kennengelernt, da war sie 17 und seitdem hat sie sich nicht großartig verändert. Und selbst da sah sie noch jünger aus, da sah sie noch aus wie 15, 16. Und in die war ich ja auch übelst verschossen, wir mochten auch beide dieselben Themas. Oh, sie hat mich immer wieder enttäuscht. Und trotzdem lebe ich bei ihr hängen. Sogar selbst dann, wenn ich Freundinnen hatte. Sprich zwei. Hier auch wieder einer. Hier ist so ein Churchill 3. Der sagt jetzt, oh, Idiot Team, aber wir sind haushoch hoch am Gewinn. Ich weiß nicht, was die Leute für Probleme haben. Wir sind hier haushoch am Gewinn und dann sagen alle, manche andere, ihr seid so Idioten. Ja, warum denn? Erklär, begründe, nicht einfach nur schreiben. Weil es dich vielleicht gleich erwischt oder so. Ich meine, der das hier geschrieben hat, das war der Churchill 3, der macht Kills ohne Ende, der hat 3 Kills, warum beschwert er sich? Soll er doch froh sein, kriegt er wenigstens EP. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Hört auf, euch zu beschweren, ich geht's allen viel zu gut, ohne Scheiß. Ich sehe den nicht mehr. Der hat sich nach oben zurückgezogen. Noch von irgendwo Beschuss rein. Sie haben die Sehschlitze getroffen, kann nichts mehr sehen. Ihr Penner, lasst mich doch in Ruhe. Komm schon, KV1. Das schaffst du noch bis zu dem. Oh, fuck. Raus. Nur gut, auf jeden Fall gewinnen wir die Runde hier noch. Denke ich doch, hoffe ich doch. Viele Credit-Punkte ich jetzt einfach bekomme durch das scheiß Premium, das ist so krass. Ich wollte ja eigentlich einen Code einlösen, ne? Dass ich Premium-Zeit habe, Gold, neuen Stellplatz und alles und einen Premium-Panzer und was ist passiert? Ich kann den Code anscheinend nicht einlösen mit meinem Profil, ich weiß nicht wieso. Aber gut. Meine Reaktion war natürlich diese hier. Aber was soll man machen? Ne? Ach komm, ich mach noch eine Runde mit dem Jagdpanzer. Ich kann den doch nicht so stehen lassen mit seinen Mal 2 hier. Also schnelle Runde, stürmen, fertig. Auf Wadi, Angriff. Gegnerische Basis einnehmen. Ja. Wobei ich keine Chance gegen die S-100 sehe. Das, was jetzt gerade läuft, ist ein Remix. Ein Trance-Remix. Die SO-100 sieht auch verdammt gut aus. Die gefällt mir auch optisch. Die ist auch verdammt stark. Auf geht's! Warum schießt ihr denn schon, ne? Ich sag doch, denen geht's so gut. Du. Habe ich mal wieder alles, nur keine Wüstentarnung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ist abgeprallt. Verdammt.
Oh, Type T34 kann mir meine Eier lutschen. Und mit diesem Satz verabschiede ich mich aus dem Let's Play. Ja, wir, oh, ich habe doch einen Sieg für den bekommen. Oh, ist das meine EP? Hatte ich jetzt 18.000 mit dem nur? Gut, in der nächsten Folge, da holen wir uns den KV1S, ja? Da machen wir eine reine KV1-Runde, ist mir scheißegal. Auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Panzer vor.